wie sollen wir sie anwenden? In den AGO-Richtlinien 2012 steht, bei Triple-Negativen, HER2-Positiven kann man diese neoadjuvante Therapie erwägen. Ich bin gespannt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir machen jetzt einen Schwenk vom diagnostischen in den therapeutischen Bereich. Neoadjuvante systemische Therapie, die Idee dahinter ist einfach. Die übliche Reihenfolge, Diagnose, operative Therapie, adjuvante Therapie wird geändert. Nach der Diagnose erfolgt zuerst die medikamentöse Behandlung, nach Schrumpfen des Tumors anschließend die Operation, sei es brusterhaltend oder allenfalls durch Ablatio. Soweit die Theorie. Die Praxis ist komplizierter. Auch für die neoadjuvante Therapie gibt es eine Konsensuskonferenz. Das ist unterdessen die dritte gewesen, die abgehalten worden ist. Und wir haben genau 15 Minuten Zeit, um das zu rekapitulieren. Sie können diese Konsensuskonferenz frei herunterladen unter diesem Link, den Sie später auch im Internet finden werden. Das sind die Fragen, die sich diese Konsensuskonferenz gestellt hat. Ich habe für jeden Punkt eine Minute Zeit. Das macht keinen Sinn. Ich halte mich darum an die Vorgabe, neoadjuvante Therapie für wen und wie. Also wer soll erhalten, welche Therapie und wie lange machen wir das? Wer, kann man grob sagen, Patientinnen mit inflammatorischem Karzinom und lokal fortgeschrittenem Karzinom. Die inflammatorischen Karzinome definiert als ein Karzinom mit inflammatorischen Veränderungen der Haut, die mindestens ein Drittel der Oberfläche der Mama betrifft, wie wir hier ein Beispiel haben. Diese Patientinnen, die müssen obligat eine neoadjuvante systemische Therapie haben, andernfalls ist ihre systemische Prognose miserabel. Daneben sind die lokal fortgeschrittene Karzinome, eine mögliche Indikation für eine neoadjuvante Systemtherapie. Da wird wieder unterschieden zwischen primär inoperablen lokal fortgeschrittenen Karzinomen und large operable. Die primär operablen sind die C4A bis C oder solche, die einen Lymphknotenbalg in der Axilla aufweisen, der nicht verschieblich ist, oder einen Befall der infraklavikulären Lymphknoten klinisch aufweisen. Ich habe hier ein solches Beispiel für ein CT4A-Karzinom mit Infiltration der Brustwand. Hier ein CT4B-Karzinom mit Infiltration der Haut. Beides offensichtlich Patienten, die nicht primär operiert werden sollten. Und jetzt gibt es die komplexere Gruppe mit den Large Operable Tumoren. Was heißt Large Operable? Das sind Tumoren, die man mit einer Ablatio primär problemlos operieren könnte im Gesunden. Das sind also T3-Tumoren, 5 cm oder größer, die aber keine der Eigenschaften der T4-Tumoren aufweisen, oder T2-Tumoren, die im Vergleich mit der Brust zu groß sind. Hier haben wir ein solches Beispiel für einen T3-Tumor und hier einen kleineren T2, der aber für diese kleine Brust zu groß ist, um brusterhaltend vorgehen zu können. Zusammenfassend, wer kommt in Frage für eine neoadjuvante Systemtherapie? Grün obligat, die inflammatorischen Karzinome und die primär inoperablen, lokal fortgeschrittenen Karzinome. Bei beiden geht es darum, die Prognose zu verbessern. Hier die Prognose bezüglich Gesamtüberleben, hier Gesamtüberleben und auch bezüglich Lokalrezidiv. Etwas ganz anderes sind die Large Operable Tumoren, wo es nicht darum geht, die Prognose zu verbessern, sondern die Brusterhaltungsrate zu vergrößern. Zusammengefasst, bei allen Patientinnen, wo sie am Tumorboard eine Ablatio erwägen, muss automatisch die Frage kommen, ist das eine Kandidatin für eine neoadjuvante Therapie? Und die Frage muss dann separat beantwortet werden. Natürlich nicht, wenn eine Multizentrizität oder ein anderer Grund für eine Ablatio da ist, sei die Patientin schon vorbestrahlt oder etwas, was sonst gegen eine Brusterhaltung spricht. Soweit die Indikation. Darf man überhaupt neoadjuvant behandeln? Funktioniert das? Ich zeige da die Mutter aller neoadjuvanten Studie. Das ist die NSABP18. Eine große Studie mit über 1500 Patientinnen mit operablem Brustkrebs mit diesen Stadien, die randomisiert worden sind, entweder Standardtherapie, Operation, adjuvant 4-Cyclen AC, gefolgt von TAM
falls die Patientin postmenopausal war. Und der experimentelle Arm, die Systemtherapie, die Chemotherapie vor der Operation, das haben nachher auch. Was hat diese Studie uns gezeigt? Sie hat gezeigt, dass tatsächlich durch die neoadjuvante Therapie, das heißt die 4 Zyklen AC, die Brusterhaltungsrate um 8%, von 60 auf 68% erhöht werden konnte. Das scheint wenig zu sein. Beachten Sie, dass in dieser Studie auch Patientinnen eingeschlossen worden sind, die primär operabel waren. Wenn Sie Patientinnen anschauen, die tatsächlich ein Problem hatten bezüglich Primäroperabilität, das sind die über 5 cm großen, da war die Brusterhaltungsrate von 8 auf 22% angestiegen, was doch schon beachtlicher ist. Das heißt, Brusterhaltung ja, können wir verbessern mit neoadjuvanter Therapie in einem relativ bescheidenen Rahmen. Wobei zu beachten ist, hier ist eine kurze Therapie eingesetzt worden, nur 4 Zyklen, 3 Monate. Wir sehen nachher Daten, dass eine längere Therapie noch mehr Brusterhaltung bringt. Also Brusterhaltung funktioniert in einem mäßig effizienten Rahmen. Die zweite Frage ist, ist das nicht gefährlich? Haben wir nicht mehr Lokalrezidive, haben wir nicht mehr systemische Rezidive? Das ist die Lokalrezidivrate, weiß diejenigen, die postoperativ die Chemotherapie hatten, gelb, die die präoperativ Chemotherapie hatten. Ja, wir haben tatsächlich einen gewissen Unterschied von etwa 2% absolut, nicht signifikanter Unterschied. Wieso kommt es bei der neoadjuvanten Therapie zu vermehrten Lokalrezidiven? Der Grund ist der, dass der Tumor nicht so schrumpft, wie wir es uns vorstellen, ein Ball, der immer kleiner wird, und es gibt verschiedene Ansprechmuster. Es kann sein, dass nach der neoadjuvanten Therapie der Tumor immer noch diffus die Brust durchsetzt oder kann nodulär regressiv werden, es kann noch einzelne eingestreute Tumorhärtchen haben oder es kann gar kein Tumor mehr nachweisbar sein. Sowas für die Pathologen. Jetzt für uns einfache Leute habe ich ein Cartoon gemacht. Manchmal spricht der Tumor so an, das ist der noduläre Typ, manchmal aber auch so, und es verbleiben Tumorhärtchen. Und der Chirurge wird innerhalb des neuen Tumorbetts operieren, das heißt irgendwo so, und wird etwas mehr Tumorhärtchen zurücklassen, als bei dieser Art, wo es einfach wäre, so zu schneiden. Das führt zu einer gewissen erhöhten Lokalrezidivrate, aber in einem akzeptablen Rahmen. Auch bezüglich Gesamtüberleben ist die neoadjuvante Therapie nicht gefährlich. Wir sehen weiß die normale adjuvante Therapie, gelb die Patientin mit der neoadjuvanten Therapie. Neoadjuvant ist nicht schlechter als adjuvant bezüglich Disease Free Survival und auch bezüglich Overall Survival, was ich hier nicht zeige. Somit kann man sagen, ja, wir haben eine Indikationsgruppe für neoadjuvante Therapie. Das sind Patienten, die potenziell eine Ablatio bräuchten, und ja, man darf neoadjuvant behandeln, ohne die Patientin zu gefährden. Nächste Frage, wie soll man diese Patientin behandeln? Da sagen diese Konsensus-Guidelines, man soll die gleichen Regime benutzen, wie man sie auch adjuvant anwenden würde. Das heißt, man soll sowohl Anthracycline als auch Taxane geben, sei dies simultan oder sequenziell. Und Patientinnen mit HER2-überexprimierten Tumor sollen auch in den neoadjuvanten Teil das Herceptin bereits erhalten. Auf das gehe ich nicht weiter ein, aber das andere werde ich noch besprechen. Ich teile die Chemotherapie-Intensitäten in Schubladen ein. Es gibt solche aus der unteren Schublade, weniger belastende, EC, CMF. Es gibt solche aus der mittleren, mittelbelastend. Und es gibt die obere Schublade mit den intensiven Therapieschemata. Und hier in der neoadjuvanten Situation sollen die obere Schublade oder der alleroberste Teil der mittleren Schublade zur Anwendung kommen. Wir brauchen intensive Schemata, lange Schemata, die Remissionen hervorbringen. Jetzt ist es wichtig zu wissen, Brustkrebs ist nicht eine Krankheit, sondern wir haben verschiedene biologische Entitäten, Luminal A, das sind die Hochhormonabhängigen mit tiefer Proliferation, Luminal B, hormonabhängig mit hoher Proliferation, dann gibt es Luminal B mit HER2-Überexpression, gibt es HER2-positive ohne Hormonrezeptorexpression und die Triple-Negativen. Und diese Entitäten sprechen unterschiedlich auf Chemotherapie an. Ich habe hier aus der Gepatria-Studie die pathologischen Komplettremissionsraten
der verschiedenen Entitäten auf eine intensive neoadjuvante Chemotherapie mit 6 Zyklen TEC. Und wir sehen, die höchsten pathologischen Remissionsraten haben die Triple-Negativen und die Rezeptor-Negativen HER2-Überexprimierenden. Eine mittelgute Remissionsrate haben die Luminal-B-Tumoren und eine miserable haben die Luminal-A und die Luminal-B HER2-Positiv. Das heißt, nicht alle Tumorarten sind geeignet für eine adjuvante Chemotherapie. Nicht geeignet sind die gut hormonabhängigen, tiefproliferierenden. Da gibt es spezielle Histologien, dazu gehören die lobulären, die praktisch immer gut hormonabhängig, tiefproliferierend sind, die tubulären Karzinome und die Low-Grade-Muzinösen. Und andere sagen, überhaupt Tumoren mit Proliferationsraten unter 10% sind nicht geeignet, weil die Responsrate zu tief ist. Das ist aus dem St. Gallen-Konsensus 2011, wurde auch Stellung genommen zur neoadjuvanten Chemotherapie. Keine zytotoxische neoadjuvante Therapie für Tumore mit tiefer Proliferation oder hoher Hormonabhängigkeit. Was machen wir denn mit diesen Patienten mit der hohen Hormonabhängigkeit und tiefen Proliferation? Kann man die neoadjuvante Endokrin behandeln? Dazu gibt es 2 Studien. Die eine ist vom Herrn Semiglatsov, ist ein russischer Kollege, der Mammakarzinom, Large Operable und Locally Advanced randomisiert hat in einer Phase 2 Studie, keine Phase 3, zwischen 4 Zyklen Adriamycin Taxol gegen 3 Monate Exemestan, Aromasin, oder 3 Monate Anastrazol gleich Arimidex. Was hat er gefunden? Er hat gefunden, dass die klinische Responsrate ähnlich hoch war für Chemo, hier gelb, und die beiden Aromatasehemmer, um die 80%. Mammografisch ebenfalls. Die PAT-CR-Rate war tief. Wir erwarten nichts anderes für diese Tumorgruppe. Und die Brusterhaltungsrate war für Endokrintherapie nicht schlechter als für die Chemotherapie. Aber wieder, es ist nur eine Phase 2, das heißt, der Vergleich zwischen den Gruppen ist nicht erlaubt. Es gibt eine ganz frisch publizierte Studie von ALBA, das ist die spanische Brustkrebsstudiengruppe, die nur Luminal-Karzinome angeschaut hat, Luminal A und B, und eingeteilt aufgrund der immunhistochemischen Eigenschaften, das heißt Östrogenrezeptor und oder Progesteronrezeptor positiv mit einem All-Red-Score von 6 bis 8 und HER2-negativ. Er hat die randomisiert in entweder 4 Zyklen EC, gefolgt von 4 Zyklen Taxotere 100 mg pro Quadratmeter, eine intensive Therapie, versus Aromasin plus minus einen GnRH-Agonisten für, plus einen GnRH-Agonisten für Preminopasale. Was hat der Herr Alba gefunden? Das ist die Gesamtresultate für Chemotherapie, diese intensive Chemotherapie hat er eine klinische Responsrate, das heißt, partielle Remission oder komplette Remission von 65% gefunden und für die Endokrinetherapie immerhin eine Responsrate von 58%. Auch das eine Phase 2 Studie, dieser Vergleich mit dem P ist eigentlich nicht statthaft. Sie haben dann auch Subgruppenanalysen gemacht und ihre rezeptorpositiven Tumore eingeteilt in solche mit einem tiefen Ki67 unter 10% und solche mit einem hohen Ki67 über 10%. Und das sind noch eine interessante Hypothese, die Sie ableiten. Tumor mit einem tiefen Proliferationsfaktor, das heißt Luminal-A-Tumore, da ist kaum ein Unterschied bezüglich Responsrate zwischen Endokrinotherapie und Chemotherapie. Hingegen solche mit einer hohen Proliferationsrate, da ist ein deutlicher, nicht signifikanter Unterschied sichtbar. Das heißt, wenn man Patienten mit Luminal-B-Tumoren vor sich hat, muss man vorsichtig sein mit einer neoadjuvanten Endokrintherapie. Bei solchen mit einer tiefen Proliferationsfraktion, also Luminal-A, scheint das eine Möglichkeit zu sein. Was sagt jetzt die St. Gallen-Konsensus-Konferenz zu neoadjuvant bei solchen mit gut hormonabhängigen Tumoren? Sie sagen, es sei eine Option bei postmenopausalen Frauen mit stark hormonabhängigen Tumoren. Hingegen bei prämenopausalen Patientinnen wird es nicht empfohlen durch St. Gallen.
Wenn wir uns für eine neoadjuvante Endokrinotherapie entscheiden, welche Substanz wenden wir an? Da gibt es mehrere Vergleiche zwischen Tamoxifen und Aromatasehemmern und sie sehen alle ähnlich aus. Die Aromatasehemmer sind bezüglich Responserate und hier auch bezüglich Brusterhaltung dem Tamoxifen etwas überlegen. Das heißt, eine postmenopausale Frau, die neoadjuvant endokrin behandelt werden soll, die soll einen Aromatasehemmer kriegen. Es gibt auch eine Studie, die die Aromatasehemmer direkt verglichen hat. Da sind keine relevanten Unterschiede gefunden worden. Sie dürfen den Aromatasehemmer ihrer Wahl wählen. Somit komme ich zum Abschluss der zweiten Frage. Welche Behandlung bei gut hormonabhängigen Tumoren ein Aromatasehemmer? Jetzt die dritte Frage. Wie lange sollen wir behandeln? Da greife ich wieder auf eine NSABP-Studie zurück. Das ist die Folgestudie der 18, auch eine große Studie. Da wurde eine andere Frage untersucht. Alle Patienten in dieser Studie hatten eine neoadjuvante Therapie mit 4 Zyklen AC und die Rezeptorpositiven hatten auch TAM. Der Standardarm war dann hat nach diesen 4 Zyklen AC die Operation gehabt. Der erste experimentelle Arm hat anschließend an die 4 Zyklen AC noch 4 Zyklen Taxotere 100 gekriegt. Und der dritte Arm hat die 4 Zyklen Taxotere 100 in einem Sandwich nach der Operation gekriegt. Was sieht man? Man sieht, dass diese Strategie, die längere Therapie, alles vor der Operation, mit Abstand die wirksamste ist. Wir haben eine klinische Responserate von 63% und die Sandwich-Therapie, die viel belastender war als nur die 4 Zyklen AC, hat die gleiche Responserate hingekriegt. Auch die pathologische Remissionsrate verhält sich parallel. Die lange Therapie hat eine deutlich höhere pathologische Responserate als die kurze und die Sandwich-Therapie bringt keinen Vorteil. Bezüglich Überleben bringt die längere Therapie keinen Vorteil. Wir haben gleiches Disease-Free-Survival und gleiches Overall-Survival für die 4 Zyklen AC wie für die längeren beiden Therapiearme. Das heißt, wir kriegen mit mehr oder längerer Chemotherapie, wenn wir sie am Stück geben, eine höhere Responserate hin. Und jetzt gehe ich eine andere Studie, Gepardua, ist auch AT gefolgt, versus AC gefolgt von Taxotere, haben wir noch einmal etwa 10% mehr Brusterhaltung durch die längere Therapie. 3 Monate genügen nicht. Wir brauchen mehr, um das Maximum an Brusterhaltung herauszuholen. Aber wir haben kein besseres Survival. Das heißt, wie lange Chemotherapie? Mindestens 6 Zyklen oder mindestens 4 bis 6 Monate. Und ganz klar, die ganze Therapie vor der Operation. Bei der Endokrinotherapie ist es etwas schwieriger, da haben wir wenig verlässliche Daten. Es gibt eine noch nicht voll publizierte Edinburgh Duration Studie, wo sie 43 Patientinnen mit Large Operable Breast Cancer neoadjuvant Letrozol gegeben haben. Und da sieht man, die Dauer, je länger man gibt, desto mehr Brusterhaltungsrate, mehr Patienten, die geeignet sind für Brusterhaltung, kriegen sie. Also die 3 bis 4 Monate, die sind das Minimum. Wenn Sie länger endokrin behandeln, kriegen Sie mehr Brusterhaltung hin. Das heißt, die Frage, wie lange sollen wir endokrin behandeln, die heißt mindestens 4 Monate. Falls die Patientin anspricht, aber immer noch nicht operabel ist bezüglich dem Behandlungsziel, was Sie haben, sei das R0 mit Ablatio oder Brusterhaltung, dann behandeln Sie weiter. Und sobald Sie das Behandlungsziel erreicht haben, dann operieren Sie. Somit haben wir unsere zwei Fragen, neoadjuvante Therapie, wann und wie beantwortet. Wann alle, die eine Ablatio benötigen, kommen in Frage dafür. Welche Therapie? Eine Chemotherapie aus der oberen Schublade, die mindestens 4 bis 6 Monate dauert. Und für eine Endokrinotherapie ein Aromatasehemmer für mindestens 4 Monate. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.